So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Schön, dass ihr zu einem neuen Video da seid. Heute möchte ich euch etwas vorstellen, und zwar die Firma Weber Nagelkonzept. Ich habe da einen sehr netten Kontakt gehabt, mich angeschrieben haben und mich gefragt haben, ob ich es einmal testen würde und euch vorstellen würde. Und das tue ich jetzt hiermit. Ich habe jetzt hier die einzelnen Gele schon mal etwas nett dekoriert. Weber Nagelkonzept kannte ich bisher noch nicht. Ich habe die Sachen jetzt getestet. Im Anschluss seht ihr dazu auch noch ein Video von einem Refill und seht dann auch, wie das zu verarbeiten ist. Deswegen habe ich auch jetzt einen Moment damit gewartet. Das heißt, ich habe es schon einen kleinen Moment hier. Und stelle euch die Sachen jetzt quasi einmal vor. Weber Nagelkonzept ist eine Firma, die nur für den Gewerbebedarf herstellt. Das heißt, da könnt ihr nur einkaufen, wenn ihr einen Gewerbeschein habt. Die Artikel sind in Deutschland produziert und sind alle UV- und LED-fähig. Also wunderbar, wenn man auch ein Studio oder so betreibt. Sie sind, werde ich nachher im Video dann aber auch nochmal, das seht ihr dann auch, ich mag das immer ganz gerne, nur einfach so Artikel vorstellen, sag ich mal. Ist immer dann natürlich schwierig zu erklären. Man kann zwar dann immer viel erzählen, aber auf der anderen Seite, ja, wie soll man sagen, sieht man es ja praktisch nicht live. Deswegen habe ich es jetzt, damit ihr ein gewisses Bild vor Augen habt, das hier auch schön nett dekoriert. Ich hoffe, ich habe es gut genug gemacht. Alle Gele sind praktisch getestet. Wie gesagt, in Deutschland produziert. Also da könnt ihr ohne Bedenken in den Garten mitgehen, Auto putzen, alles Mögliche mitmachen, auch desinfizieren, das macht den Gelen überhaupt nichts aus. Man kann, wie gesagt, auch wenn man vorher ein anderes Gel benutzt hat, problemlos darauf umstellen, sollte überhaupt gar kein Thema sein. Was ich jetzt hier zugeschickt gekriegt habe, ist einmal ein Haftgel, ein Aufbaugel-Kombi, ein 3-in-1-Gel, ein Farbgel haben sie mir noch zugeschickt und ein Chrompigment. Ein Chrompigment, meine Güte. So, also, ich werde euch das jetzt mal versuchen im Einzelnen zu erklären. Und zwar, wir fangen mal an mit dem, naja, Haftgel, sag ich mal, da braucht man eigentlich ja nicht viel zu erklären, für was das ist, nämlich für die Haftung, also unten drunter. Das Aufbaugel-Kombi, also ich habe die jetzt auch schon alle geöffnet, hat, wie ihr seht, eine rosa Einfärbung. Kann man dezenten Camouflage-Look mitmachen, also sag ich mal Babyboomer etc. eignet sich das hervorragend für. Immer natürlich unter den Gelen, sag ich mal, ein Haftgel benutzen. Das Gel ist mittelviskos, milchig bis rosé, habt ihr ja eben praktisch gesehen. Ist sehr widerstandsfähig, ist ein Modelliergel, vergilbt nicht und hat auch keine Wärmeentwicklung. Und das habe ich hier bei dem 3-in-1-Gel auch gehabt. Das seht ihr, wie gesagt, im Anschluss, im Video. Sie hatte überhaupt keine, ihr werdet auch sehen, ich habe die Modellage, die quasi vorher drauf war, weitestgehend entfernt. Das heißt, sie hatte hinten im Nagelwall wirklich soweit kein Produkt mehr drauf. Das heißt, der Naturnagel passiert ja automatisch beim Rauswachsen. Und ich habe sie auch praktisch gefragt während der Modellage und sie hat überhaupt keine Wärmeentwicklung gehabt. Das Gel ist pinchbar, für Refills natürlich auch geeignet. Schablonentechnik, Tipptechnik ist praktisch alles damit möglich. Und es hat auch thixotrope Eigenschaften, das heißt, läuft nicht in den Nagelfalz. Ich habe zwar nachher im Video praktisch mal dieses 3-in-1-Gel verwendet. Das stimmt aber auch wirklich, es läuft einem nicht weg.
Aushärtung ganz normal, also UV 2 Minuten, LED 90 Sekunden und es ist hart. Mit der Haut sollte es natürlich trotzdem nicht in Kontakt kommen. Das sind die üblichen Warnhinweise, die man bei jedem Gel, sag ich mal, hat. Da brauche ich euch, glaube ich, weiter nichts zu erzählen. Dann kommen wir mal, ich stelle das jetzt mal hier beiseite. Dann kommen wir mal hier zu dem 3-in-1 Gel. Es ist komplett klar. Und so zeigt er es sich nachher auch auf dem Nagel. Also schön kristallklar. Soweit ich sehen konnte, keine Einschlüsse. Dieses Gel kann man praktisch für alle drei Phasen verwenden. Das heißt, ich kann es auch als Haftgel nehmen, als Modelliergel oder eben auch als Glanzgel oben drüber. Hat eine perfekte Anhaftung an den Naturnagel. Kann ich auch, also man kann es auch als Modellier- oder auch Streichgel praktisch verwenden. Und das seht ihr nachher auch im Video. Es ließ sich wunderbar verteilen. Ich bin da sehr, sehr mit zufrieden gewesen, kann ich nicht anders sagen. Und ist eben absolut geeignet, eben auch für die Naturnagelverstärkung. Wenn jetzt wirklich jemand komplette Naturnägel, sag ich mal, tragen will, aber eben nur eine Verstärkung haben will, was ja in ganz bestimmten Berufen, sag ich mal, heutzutage schon Pflicht ist, der Naturnagel selber aber so, sagen wir mal, dünn ist und so weiter, dass man eine kleine Verstärkung drauf haben will, dafür kann man das wunderbar nehmen. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ist auch mittelviskos, klar, vergilbt nicht, ist farbstabil, das heißt, verändert natürlich dadurch die Farbe nicht. Gerade wenn man auch, sag ich mal, oder die Kunden praktisch unter die Sonnenbank und so weiter gehen, da ist ein gewisser UV-Schutz drinne. Man sieht es jetzt hier im ersten Moment nicht. Hat man es aber in der Lampe, sieht man, dass ein UV-Filter mit drin ist. Pinschen könnt ihr damit auch. Refill natürlich ganz klar und die Tipptechnik auch. Das, was ich im Grunde bei dem Aufbau-Gel-Kombi eben auch schon gesagt habe. Ja, das einmal dazu. Aber wie gesagt, das seht ihr nachher auch noch ganz genau im Video. Haftgel werde ich, ich glaube, Haftgel brauche ich jetzt nicht sonderlich zu erklären. Das sagt das Wort schon in sich. Dann haben sie mir noch eine sehr nette Farbe mitbestellt. Die trage ich euch auch gleich noch eben ganz kurz auf. Hammermäßig, ich liebe diese Farbe. Und einmal dieses Chrompigment mit einem Applikator dabei. Ich weiß zwar jetzt im Moment nicht, wo ich ihn hingelegt habe, aber das zeige ich euch auch gleich noch. Ja, das ist einmal das kurz, um dazu zu sagen. Und ich trage euch jetzt im Vorwege, weil die Kundin, die ich da hatte, die muss Naturnägel tragen. Berufsbedingt, wie wir das schon kennen. Und ich werde euch jetzt praktisch noch einmal kurz das Farbgel zeigen. Dafür habe ich mir hier schon was vorbereitet, damit die Videos auch nicht zu lange werden. Dafür nehme ich mir wieder meinen Pinsel. Und dann tragen wir diese tolle Farbe gleich mal auf. Ich weiß auch definitiv, dass ich sie tragen werde. Ich mache mir mal eben ganz kurz meinen Pinsel sauber. Dann machen wir das Döschen auf. So. Meine Handschuhe passen dazu, ne? Findet ihr nicht auch? So, dann tragen wir uns die Farbe einmal auf. Bin ich jetzt hier im Bild? Ich hole euch mal ein bisschen dichter ran. Jetzt stellst du mal bitte schön scharf, Kamera, sei artig. Dann muss ich wieder meinen sogenannten, nicht wackeln, Server ausstellen hier. Mein, so. Und ihr seht, das ist ja auf einem fast durchsichtigen Tipp, sehr hoch pigmentiert, daran sieht man das schon. Verteilt sich aber schön. Und das muss ich
zu den anderen Gelen auch sagen, sie haben einen sehr schönen Selbstglättungseffekt. Das heißt, das Gel, auch wenn es thixotrope Eigenschaften hat, hat es einen selbstglättenden Effekt, was natürlich einen die Arbeit im Studio oder wenn man am Kunden in Gange ist, viel Zeit erspart, viel Feilarbeit erspart. Das ist immer echt wichtig. Dass es einem schon eine Menge Arbeit auch abnimmt. So, ich habe jetzt hier auch wirklich nicht viel genommen. Und ihr seht, was das für eine tolle Farbe ist. Wahnsinn. Die werde ich definitiv tragen. Ich habe auch so eine Art Farbe, ihr wisst, dass ich diese Farben mag. Habe ich natürlich auch schon da, so ist es nicht. Aber die Farbe gefällt mir sehr gut, auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumspiele mit dem Pinsel. Es lässt sich sehr gut verteilen und da bin ich drücke jetzt wirklich nicht auf, sondern ich mache das wirklich mit, ich streichel im Grunde genommen nur übers Gel, mehr mache ich da eigentlich nicht mit. Und ihr seht ja, wie schön sich das verteilt und auch eine schöne Oberfläche bildet. Gar kein Problem. Es zieht sich auch, wenn man kleine Schlieren reingezogen hat, wunderbar wieder glatt. Und das erwarte ich von einem guten Farbgel auch. Aber das erfüllt es auch. Hier habe ich jetzt, weil ich da vorher schon was anderes dran hatte, eine kleine Ecke. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Und ihr seht, eine wunderschöne Oberfläche, eine wunderschöne Farbe. Das werde ich jetzt mal eben ganz kurz aushärten lassen. Das heißt, es kommt jetzt in die Lampe. Schwupps. Dann habe ich hier natürlich ein bisschen rumgematscht. Der war mir nämlich umgefallen. Und das will ich nämlich jetzt gleich in diesem Step auch. Mache ich mir das gleich mal sauber. Auch Farbe im Deckel hat nichts zu suchen. Dann hier dann auch gleich noch wieder ein Tipp am Rande. Obwohl ich den schon gegeben habe, benutzt dafür bitte Feuchttücher. Babyfeuchttücher zum Beispiel eignen sich hervorragend dafür. Vor allen Dingen hat man diesen Klebkram nachher nicht und man kann alles ratzfatz und schnell damit sauber machen. So, dann haben wir ja hier wie gesagt auch noch das Chrompigment. Wir kennen ja auch Chrompigment. Es ist aber von der Konsistenz her sehr fein. Warte mal, ich stelle mir mal meinen Servo wieder hier an, dass er das vielleicht noch ein bisschen besser einfangen kann. Ich komme mal ein bisschen dichter ran. Wie ihr seht, ein ganz, ganz feines Chrompigment. Also von der Konsistenz her wirklich gute Qualität. Guck mal, jetzt matsche ich mich hier schon wieder voll. Aber das kennt ihr ja von mir. Claudia kleckert gerne. So. Das ist inzwischen jetzt auch ausgehärtet, hat eine Schwitzschicht. Ach, mir fällt gerade ein, das habe ich ja ganz vergessen, da war ja noch was bei. Und zwar ein Versiegler, Leute. Also das hätte ich ja nun wirklich jetzt vergessen. Da ist nämlich auch noch mit dabei. So, schalte mal bitte hier scharf. Und den benutzen wir dann gleich mal. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären. Versiegler ist ohne Schwitzschicht. Und wie gesagt, den zeige ich auch im Video. Lässt sich super verteilen. Ist jetzt nicht extrem dünnflüssig, aber trotzdem immer noch so, dass er sich hervorragend auftragen lässt. Wirklich. Also ich habe damit überhaupt, auch der Pinsel ist sehr gut zum Verteilen, kann ich wirklich nicht anders sagen. Alles eine Top-Qualität. Machen wir jetzt mal da eben rein und dann werden wir diesen Tipp jetzt mit der Farbe auch gleich mal für das Chrompigment nutzen. Dann brauche ich mir nochmal, ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich den Applikator hingepackt habe, aber ich habe hier definitiv ein Legen und machen wir eben zwischendurch nochmal ganz kurz meine
dein Pinsel wieder sauber. Da dürft ihr denn da dabei bleiben. Muss ja schließlich auch sein, ne? Man versucht zwar die Videos immer so kurz wie möglich zu halten, aber wenn, dann muss es, finde ich, auch immer ein bisschen authentisch sein und nicht dauernd zusammengeschnitten. Und wie ich ja weiß, mögt ihr das ja eigentlich ganz gerne, wenn ich euch dabei lasse. Nicht wahr? Also nochmal, ihr könnt praktisch hier bei diesem Shop oder bei Weber Nagelkonzept nur bestellen, sag ich mal, mit Gewerbeschein. Muss man auch mal vorstellen. Bei vielen anderen kann man es auch ohne Gewerbeschein. Aber in diesem Fall ist es wirklich nur für Studio. So, er ist ausgehärtet. Und dann kann man problemlos, wie wir das schon kennen, das Chrompigment auftragen. Der Versiegler eignet sich, wie gesagt, auch dafür. Ist wirklich wunderbar. Jetzt ist das natürlich auch unter einer Farbe aufgetragen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und Pigmente sind auch meistens immer ein bisschen schwieriger aufzutragen, weil man wirklich ein bisschen darauf achten muss, wie lange der Versiegler ausgehärtet ist. Man darf ihn nicht überhärten, aber man darf auch nicht den Tipp wieder zu schnell aus der Lampe holen. Und natürlich unter so einem Farbgel, sag ich mal, sieht Chrom natürlich anders aus, als wenn ich es auf einen klaren Tipp auftrage. Wo habe ich meinen Pinsel? Hat einen sehr schönen Effekt. Gefällt mir wirklich sehr gut, wie ihr seht. Sieht doch hammermäßig aus, ne? Muss ich wirklich sagen, verteilt sich super. Ich würde das quasi jetzt auch noch mal einmal mit dem Versiegler versiegeln. Mit diesem nämlich. Das machen wir jetzt auch noch mal. Man braucht auch eigentlich wirklich nicht viel davon. Und wie gesagt, dadurch, dass er hat, er ist nicht extrem dünnflüssig, also dünnflüssig schon, wie man es eben von einem Versiegler kennt, aber er bettet das wirklich wunderbar ein, er lässt sich super gut verstreichen, kann ich nicht anders sagen. Also mit allen Produkten, muss ich sagen, habe ich sehr gerne gearbeitet. Ich war überrascht, weil man kennt ja nur mit der Zeit doch schon einiges, und wenn dann so eine neue Firma ist, sag ich mal, dann ja, aushärten. Und gerade auch auf diesen pinkfarbenen Farben sieht natürlich dann, wenn man so einen Schmucknagel dann praktisch mit so einem Chrompigment macht, sieht es natürlich immer schön edel aus. Und wie gesagt, also diese Chrompigmente sehen natürlich auch bei jeder Farbe dann anders aus. Mache ich mich gerade mal wieder ein bisschen sauber hier. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich die Handschuhe angezogen habe, weil ich dafür prädestiniert bin, mich voll zu kleckern. So. Entschuldigung, dass ich vorhin den Versiegler vergessen habe. Das kommt, weil ich den in der Modellage benutzt habe. Die Kundin hat das jetzt gerade drauf. Ich habe alle Finger damit gemacht. Das werdet ihr nachher auch gleich sehen. Und warte jetzt praktisch nochmal auf das Fazit, obwohl ich eigentlich das, glaube ich, schon weiß. Weil ich hatte bei mir persönlich auch schon mal das 3-in-1-Gel auch probiert. Und habe es heute auch noch auf dem Nagel drauf. Hat wunderbar gehalten. Keine Liftings. Und von so her glaube ich nicht, dass da von der Kundin irgendetwas kommt,
was Negatives. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dies wirklich sehr hochwertige Produkte sind. Und ihr seht ja auch, wie klasse das aussieht hier. Oder was sagt ihr dazu? Dann soll es das hier vom Vorstellen her erstmal gewesen sein. Und dann bleibt dran. Dann kommt jetzt noch das Modellage-Video dazu. Bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. Also, hier hole ich erstmal im Schnelldurchlauf, ne? Ich habe das natürlich dann jetzt nicht mehr so lange gemacht und ein bisschen abgekürzt. Das Altmaterial runter. Diesmal mit meinem Fräserbit, sag ich mal, der vorne abgerundet ist, weil es sehr kurze Nägel sind. In sich schon sehr kurze Nägel sind und wir sie auch noch kürzen müssen. Die Kundin hier arbeitet in einem Pflegeberuf und muss daher sehr kurze Nägel und gerade Nägel tragen, hatte sie mir jetzt gerade erzählt. Wir haben sie letztes Mal ein bisschen abgerundet gehabt, aber selbst das wollten sie nicht haben. Warum, weiß ich bis heute eigentlich nicht. Aber gut, wir müssen uns danach richten. Das heißt, sie muss sie vorne gerade haben. Die dürfen nicht abgerundet sein. Waren natürlich jetzt entsprechend ja auch schon rausgewachsen. Bei kurzen Nägeln braucht man ja jetzt auch nicht einen riesen dicken Aufbau oder irgendwas zu machen, sondern nur, dass der Nagel selber in sich ein bisschen geschützt ist. Und jetzt hole ich hier praktisch das Altmaterial runter. Wie ihr das ja von mir auch schon kennt, diesmal, wie gesagt, benutze ich ja meinen anderen Bit, weil der vorne ist der schön abgerundet, trotzdem, also nicht richtig grob, sondern eher so ein bisschen fein, ihr seht ihr ja, und hole jetzt praktisch erstmal alles so weit runter, was runter zu holen ist, muss, wie auch immer, damit ich das neue Gel, also in dem Fall machen wir ja keine komplette Naturnagelmodellage, sondern wir machen eine Art Refill, was ja mit diesem Produkt durchaus möglich ist. In Anführungsstrichen ist es egal, was dann für Material darunter ist, sage ich mal, außer es wäre jetzt ein flexibles Gel, das würde ich komplett runterholen. Aber dadurch, dass es auch ein hartes Gel ist, ja. So, hier mache ich dann nochmal kurz die Naturnagelvorbereitung, auch in abgekürzter Form, wie ihr es von mir auch kennt. Nagelhaut schön entfernen, ich habe nachher auch mit Nagelhautzange etc. noch gearbeitet, wie ihr es von mir auch kennt und was eigentlich auch immer sein sollte. Die Naturnagelvorbereitung sollte nachher eigentlich, oder bei mir ist es so, da nehme ich mir wirklich Zeit für, weil das ist das A und O, damit nachher die Produkte, die ich auftrage, auch halte. Und wie gesagt, dann hier eben auch in abgekürzter Form. Entstauben. So, hier ist praktisch der vorbereitete Nagel oder die vorbereiteten Hände. Hier zeige ich praktisch nochmal, was ich verwende. Einmal praktisch das Haftgel. Das 3-in-1 Gel. Und den Versiegler. Weil wie gesagt, sie muss wirklich absolut, darf keine Farbe oder irgendetwas, auch Babyboomer oder ähnliche Geschichten nicht haben. Hier trage ich jetzt praktisch das Haftgel ein, vorsichtig einmassieren. Muss auch sehr gründlich passieren. Es lässt sich, es ist dünn viskos, aber man braucht auch wirklich nicht viel davon, nur eine dünne Schicht. Obwohl ich hätte das jetzt eigentlich bei dem 3-in-1 Gel in dem Sinne nicht gebraucht, weil es das 3-in-1 Gel schon das den Haftmittler, sag ich mal, quasi drin hat. Hab das aber jetzt in diesem Fall gesehen, um euch das eben auch zu zeigen. Schadet aber auch nicht. Und hier mache ich jetzt, zeige ich euch dann nach und nach so einzelne Finger praktisch. Es lässt sich wunderbar auftragen. Hat aber auch ein, auch thixotrope Eigenschaften, dass es einen praktisch nicht in den Rand reinläuft.
Und das hat sich auch bewahrheitet. Es ist mir nicht weggelaufen, wie bei vielen etwas dünnviskoseren oder auch mittelviskosen Gelen. Es ist mir nicht in die Ränder gelaufen. Es lässt sich super leicht verteilen. Man muss jetzt nicht großartig, obwohl ich habe schon so meine Tests gemacht, auch ein bisschen mehr drin rumgedrückt und ne? Man testet ja so ein Gel im Grunde mal aus. Es lässt sich spielend leicht verteilen, wirklich. Man kann super Aufbau damit arbeiten. Jetzt, wie gesagt, bei so kurzen Nägeln braucht man ja keinen großen Aufbau jetzt machen, sondern es soll praktisch nur eine Verstärkung sein und hier in diesem Fall ein Refill. Das heißt, etwas Altmaterial habe ich ja schon drauf. Und von der Verarbeitung her wirklich klasse, kann ich nicht anders sagen. Selbstglättende Eigenschaften, wie ich das vorne im Einführungsvideo auch schon erwähnt habe. Es lässt sich, wenn man jetzt auf der einen Seite mal ein bisschen mehr oder so aufgetragen hat, gerade so beim Verteilen, problemlos wieder hochziehen. Also ich habe mit diesem Produkt überhaupt keine Probleme gehabt. Wie gesagt, und durch diese selbstglättenden Eigenschaften, auch wenn es nur Naturnagel nochmal, Unebenheiten oder so draus sind, das gleicht das Gel von alleine aus. Also ich habe nichts zu meckern. Hier Aushärtung und so weiter hatte ich ja vorne schon gesagt. Hier nehme ich die Schwitzschicht runter, weil ich sie ja danach dann doch noch etwas befeile. Das sehen wir jetzt hier auch gleich. Ich gucke mir das auch nochmal an. Fasse es auch nochmal an. Das macht man ja gerade mit neuen Produkten. Wie fest es sich an. Aber alles schön, richtig schön fest auch, das Gel. Das bestätigt mir die Kundin auch. Hier mache ich mir jetzt die Seitenlinien einmal. Befeile praktisch alle Nägel. Ließ sich super befeilen. Ganz weich, ganz leicht. Ohne viel Druck. Also ich hatte da überhaupt keine Probleme mit. Ist wirklich super. Ich habe nichts zu meckern. Und das mache ich natürlich dann jetzt erstmal an allen 10 Fingern. Also ich habe es wirklich ausgetestet. Wunderbares Produkt. Oder Produkt T, muss man ja schon fast sagen, ne? Und mir gefällt zwar jetzt die Form nicht so hundertprozentig, sag ich mal. Ich mag es lieber, oder auch gerade bei den Händen, sag ich mal, wenn sie vorne ein bisschen abgerundet sind, weil es dann einfach harmonischer aussieht. Aber die wollen es nun mal eben so haben, dass sie vorne gerade sind. Dann müssen wir uns natürlich danach richten. Man muss manchmal wirklich bestimmten Sachen entsprechen. Anders geht es nicht, weil sonst müsste die Kundin dann mit ohne Modellage rumrennen und bei den ganzen Desinfektionsmitteln, die sie benutzen muss. Ja. Und das Fazit wird sie mir definitiv auch nochmal berichten, obwohl ich glaube nicht, dass es da Probleme geben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Sollte es so sein, berichte ich euch davon. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Ich trage jetzt hier nochmal überall den Versiegler auf, der sich wirklich auch nochmal zu bestätigen, wunderbar auftragen lässt. Der Pinsel ist auch sehr schön. Ist nicht zu breit, er ist nicht zu dünn. Auch von der Stärke her, vom Pinsel her, lässt sich das Produkt damit super auftragen. Auch vorne an den Nagelrändern, gerade bei diesen kurzen Nägeln. Und kurze Nägel, wisst ihr ja, sind schwieriger zu modellieren als lange Nägel. So, das geht natürlich dann alles zum Aushärten. Dann nochmal einen Moment auskühlen lassen. Ich habe jetzt auch oben nochmal angefasst. Und jetzt kommt noch Nagelöl drauf. Ein bisschen Pflege. Und mein Fazit ist, ich bin super zufrieden mit den Produkten. Kann ich nur weiterempfehlen. Wie gesagt, nur mit Gewerbeschein zu bestellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und ansonsten bedanke ich mich euch und bis dann, eure Claudi. Tschüss.